Hey und willkommen hier zu einer neuen Die Sims 4 Let's Play Folge. Ja, heute wieder mit Rosie, Blue und der kleinen Violet. Letztes Mal, komm Blue, zeig's mal. Wir haben dich umgestylt, deine Vampirform. Musst du mal zeigen hier, zeig mal deine dunkle Form hier, come on. Blue ist auch wieder zum Leben, ne, zum lebendigen Sim geworden, letztes Mal. Voll der Flow hier. Wow. Holy shit, hier. Geil. Zeig mal dein... Was nehmen wir denn? Komm, nimm mal dein Party-Outfit. Wir sind auf Party, Blue, komm. Ist der Blue geil oder ist der Blue geil? Jetzt ernsthaft mal. Wow, seine Augen. Wenn Blicke töten könnten. Und die Lippen, ne? Komm, wen zaugst du denn aus? Irgendwie einen, der nicht in der Family ist. Vergänglichkeit zu spotten. Ja, denn der Blue, der ist unsterblich. Der hat richtig toll hier. Ausgewogenen Trank nötigen. Richtig toll beim Wunschbrunnen letztes Mal. Du brauchst dich nicht im Spiegel angucken. Dich sieht man nicht. Auch wenn du eitel bist, Jungchen. Oh, ich bin Blue, der Vampir. Ratzifatzi wird die ja ausgesaugt. Die alte Jana freut's, ne? Ganz normal hier in der Family. Aber Felix, du bist voll pummelig geworden. Was ist mit dir los? Ach ja, ich liebe meine Sims. Nico auch, hey. Oh, Blue, ja, saugt ja aus hier. Kommen schon keine Fliegen hier, ne? Wow, Blue, wie lange machst du das jetzt noch, die Arme? In dem Keller ist bestimmt kühl. Wir haben Sommer, nachts aber. Und es ist heiß und die Hitzewelle kommt heute. Eieiei. Ja, leider ist mein Inselparadies noch nicht fertig. Wir gehen aber dann auch mal mit unserer hübschen Hanna, ne? Da bist du ja. Hallo, Hanna. Komm, habst du die Lila? In die Eisarena. Dann machen wir mal. Oh. Creepy ist auch dabei. Blue, der jumpt hier so rum. Du denkst an den Justin Goldstone? Ach, wie toll. Ach, wie cool. Finde ich jetzt aber schön hier. Sul. Komm, wir können hier noch was mitgehen lassen, wenn wir schon mal hier sind. Das ist meine Vampirruine. Und wir gucken mal vielleicht das Bild hier, ne? Versuchen zu stehlen. Das ist nur historische Fakten. Studier, mach das mal. Versuchen zu stehlen. Du bist ja hier ratzfatz unterwegs hier. Was machst du denn mit der Hanna? Sollst hier. Wieso bist du sehr angespannt? Von Schuldgefühlen geplagt. Ach so, der darf ja gar nicht Plasma trinken wegen den Schwächen. Ja, ein paar Schwächen hat er dann doch. So, Foto gemacht hier. Kannst es gleich mitnehmen, das Foto. Was bringt denn dieses historische Fakten studieren? Das weiß ich nicht. Bringt das irgendeine Fähigkeit? Auch nicht. Boah, der hat schon echt viele Fähigkeiten, ne? Schelmfähigkeit können wir auch noch ein bisschen hochleveln, denn je höher die ist, desto mehr können die dann stehlen als kleptomanischer Sim. Geht das dann? Weißt du Bescheid hier? So. Wenn die anderen Party machen da unten, klaust du das Bild hier, oder? Was bringt denn das historische Fakten? Wir hatten das schon mal, aber ich weiß nicht mehr. 251 Tage hast du schon auf dem Buckel. Ja, das war unser erstes Kind, ne? Also die zweite Generation. Der Sohn von Red ist ja der Blue. Kann sich gut merken, die Farben. Yeah! Sehr geil. Erfolgreich hier gestohlen. 8 Stunden, das heißt, es war was Hochwertiges. Wo jumpst du denn wieder hin? Ich sehe dich gar nicht mehr so schnell, wie du da rumflitzt hier. Ist ja schneller als der Flash hier. Ja. Blue, der Flash. So, abdancen. Das ist Jonas! Hey, sag mal hier, Ärger Luft machen hier. Oh, der kommt auch zum Dancen. Rosie. Sag mal dem Papa Hallo, dem Adoptivpapa, mehr oder weniger. Gut, der Yannick hat dich ja adoptiert, ne, aber... Ja, der Jonas hat dich großgezogen. Rosie, wo bist du? Komm, sag mal dem Jonas Hallo. Sag mal, der kleinen Violet, guck mal, das ist der Opa hier, der Halbopa. Kennst du noch gar nicht. Ja. Ja, ich erkenne dich doch auch hier in grün, ja. You want the soon, yeah. Was kommt denn da für Musik wieder? Ja, das stört mich aber. Das harmoniert nicht mit meiner Hintergrundmusik hier. Das ist ja blau. Zu Ehren von Blue, ne? Was, ihr Hunde hier? Wow, Creepy greift hier wieder den Leon an. Mann, hier. Komm, sag mal Hallo. Sag doch mal Hallo jetzt. Du bist immer noch Pflanzenzim? Erschreck mal den Opa. Geister erschrecken, ist doch toll. Kennenlernen.
Und dann kannst du den mal so ein bisschen gemein, ein böses Mädchen, ein bisschen verspottet, Jonas. Boah. Muss den hinhalten als Opfer. So. So, sollen wir zum Kaffee gehen? Ja, Kaffee trinken gehen. Wow. Bist du wieder hier zurückgebackt? Über Hitze beschweren. Erschrecken. Komm, erschreck den mal. Komm, das will ich sehen. Komm, Kinder. Guck mal da drüben. Ah, der war schlecht, weil er. Du musst noch üben. Der hat sich überhaupt nicht erschrocken. Ach, wie geil. Nach dem Allzeit fallen. Oh, und weg ist er. Beschimpfen. Jetzt ist er, glaube ich, weg. Doch. Wow, der zeigt dir, wie es geht hier, ne? Lernst du noch was von deinem Opa? Böses Mädchen hier. Du, 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 hier. Empathie sinkt. Oh nein. Komm, Blue, du musst auch ein paar andere verarschen, ein bisschen. Probleme beschweren. So, wir machen jetzt mal gemein. Kämpfen. Nee, wir müssen Unfug machen. Unfug. Behaupten, ein Meistervampir zu sein. Sind wir doch auch. Ich bin der sexiest Meistervampir hier ever. Ja, guck mich an. Ja, hab ein fettes Umstyling bekommen von Daniel. Ah, hallo. Ja, ich bin Bjergsen. Ja, angenehm. Geisterdance, ja, Mann. Komm, wir gehen mal weiter, Leute. Das kann ja wohl nicht sein, dass wir jetzt hier im Keller chillen, wobei es da echt wahrscheinlich schön kühl ist. Und wer kommt hier? Nee, ne? Gerade wollen wir gehen, sonst hätten wir dich verpasst. Das ist die Sina. Ja, Rosie, komm auch mal. Kennenlernen hier. Sina! Come on! Wisst ihr, was wir jetzt noch machen? Ich hoffe, das klappt. Ich habe das nämlich gevotet. Der Blue ist ja in der Glee-Ladies-Gruppe, ne? Da muss der natürlich raus. Das geht nicht, ne? Also der muss da schon raus. Wie kann man den denn entfernen hier? So. Denn, ihr habt abgestimmt, wir brauchen nämlich auch eine Gruppe für die Jungs. Mhm. Wir erstellen jetzt eine Gruppe. Der Blue wird Gruppenleiter. Das ist wohl am ehesten einer, der nicht stirbt. So, und die Glee-Ladies haben wir ja schon. Dann machen wir die Glee-Gentlemen. Die Glee-Gentlemen. Die Klee Guys. Ich finde Klee Guys irgendwie cooler. Die Klee Guys. Klee. So, jetzt gucken wir mal, wen wir da hinzufügen können. Ich hoffe, ich kann ein paar Verwandte auswählen, aber wie es aussieht, klappt das nicht so toll. Natürlich kommt der Felix da rein, ja. Der Nico. Und wen haben wir denn noch? Ihr wolltet immer Mädels haben hier als Babys. Ihr seid so schlimm. Wir haben kaum Typen hier im Let's Play. Ja. Jonas ist auch gestorben, Warren ist gestorben. Es ist echt irgendwie mau mittlerweile. Bin ich gerade am überlegen, wer noch fehlt, aber ich glaube, jetzt gibt es schon sonst keine Jungs mehr, ne? Sky und Stella, wir haben Svea, Hanna und Nico, haben wir ja. Dann haben wir Felix und Lea. Blue Rose und Violet. Ja. Und Luna und Lina als WG. Ja, das sind alle Klee-Guys. Die sterben aus. Ja, die Klee-Guys. So, wir machen nicht offene Einladung, nur eingeladene. Und der Treffpunkt bei uns ist... Was machen wir denn beim Treffpunkt? Die Jungs. Wo chillen die? Wo chillen die Jungs? Wo ist unser Männerkeller? Müssen wir das noch bauen? Selben Luftschiffpark, das Waldschloss, das Fun- und Sportcenter. Das wäre schon was für euch, oder? Das Fun- und Sportcenter, das ist gut. Da kann man alles machen, das ist voll das geile Grundstück. Ja, wir machen das Fun- und Sportcenter. Fettweggruppe ist Geschichte, deswegen. So, Anforderungen haben wir ja keine, weil die muss ja eigentlich ein Glee-Verwandter sein, nur auf Einladung von Blue. Und die sollen Spiel und Spaß machen, ne? Die sollen, oh ja, Basketball spielen, das macht man ja dort. Dann, was machen wir noch für die Jungs? Was sollen die noch machen? Pappspiele, Videospiele. Das ist natürlich auch geil, Videospiele. Was sollen die noch machen? Unfug und Chaos, das ist auch witzig. Plasma trinken, Objekte stehlen. Das kann man natürlich auch machen. Das ist doch gut als Gruppenversammlungsding, ne? Ja. Yeah. Und dann machen wir noch... Sind wir denn noch draußen? Angeln? Schwimmen ist gut. Oder Schwimmen ist immer gut. Schwimmen ist immer gut hier, ja. Schwimmen. Fun- und Sportcenter.
noch irgendwie was Wellnessmäßiges oder so? Was haben wir denn da noch? Yoga machen, aber das machen die Jungs doch nicht. Wir machen rumalbern, das ist geil. Ja, die Jungs sollen rumalbern. Hm? Mit jedem, mit Gruppen, ja. Der Kleegeist. Und die Fatwag und die Klee-Ladies. Mit denen sollen die rumalbern. Ja. So ist es gut. Die sollen nicht, was sollen sie nicht machen? Die sollen nicht brüllen, nee. Die sollen nicht am Feuer abhängen, da habe ich Angst. Die sollen nicht kämpfen, oder? Sollen die kämpfen? Doch, Vampirkämpfe. Oh, das müssen wir auch noch machen. Mm. Die sollen nicht, was sollen sie nicht? Die sollen nichts reparieren, ne? Obwohl der Felix, der repariert gerne. Chakalaka. Die sollen nicht schlafen. Schlafen ist verboten, ja? Wird die Nacht durchgetanzt hier. Hä? Durchgezockt. Können wir so einen Zockerabend machen, dann dürfen die nicht schlafen. Die fallen alle tot um. Ihr sollt nicht backen. Backen ist so uncool. Ja, das macht ihr nicht. Das macht die Hanna für euch. Und ihr sollt nicht Musik hören. Ja, nicht Musik hören. Weil Musik hören nervt Daniel mit seiner Hintergrundmusik. Und was noch? So, ihr sollt nicht Yoga machen. Das passt auch gut, genau. Nicht Yoga machen. Das reicht auch. Oder? Cool, die Klee-Guys. Was machen wir denn für ein Logo? Ich finde das eigentlich schon ganz geil, das Logo, was hier als Default ist. Kann man das nicht lassen? Wir machen... was machen die Klee-Guys? Das sind die hier, oder? Ja. Da gibt es echt wenig Auswahl. Ist voll schade irgendwie. Ja, immer mal die Coolios hier. Die Jungs hier. Wir haben 3 Generationen, ja. Unser junger Erwachsener. Gut, der Blue ist auch immer noch junger Erwachsener, aber der ist ja... lebt ewig und der Felix ist erwachsen, wird bald aber zum Senior. Coole Geschichte, ja. Ja, nur Eingeladene. Fun- und Sportcenter. Da kann man alles das machen. Stehlen, schwimmen, Videospiele. Oder Videospiele ist schwierig. Wir können uns dann auch irgendwo im Brick Penthouse versammeln oder so. Ja, bestätige! Hi, Sina! Schatzilein. Hast du eigentlich Kohle? Wo lebst du eigentlich jetzt? über neueste Spiele reden. Ne, du bist doch ein Lama, oder? Aber Rosie, wir können mal gucken. Ist das denn da immer noch mit drin? Kann man den nicht jetzt hier rausschmeißen? Was soll das denn? Den Blue haben wir ja nur hinzugefügt, damit wir den zurückbekommen. Aber du bist doch hier... Die Lila ist Dings hier, ne? Die ist Liederin. Kann die nur rausschmeißen? Ich weiß es nicht. Anscheinend, ne? Ja, aber Blue kann doch selber bestimmt austreten. Muss doch gehen. Das geht hier, ne? Die anderen kann ich nicht rausschmeißen. Ach so, er ist nicht berechtigt, jemand anders hinzuzufügen. Okay, dann müssen wir gucken nächstes Mal, dass Lila die Sina wieder mit reinbringt hier in die Gruppe. Was heißt wieder? Überhaupt mal. Jonas ist ja auch schon tot hier, ne? Da geht auch nichts dabei. Kann man den irgendwie einladen in die Gruppe oder so? Das geht auch nicht, ne? Geschenk geben. Gib mal ein Geschenk hier. Gib mal eine wiederholt endliche Geschichte. Ja, weil Blue ist jetzt ja unsterblich hier. Mhm. Guck mal, kriegst du ein Buch, Jonas. Wir haben jetzt die neue Geschenkfunktion mit Jahreszeiten. Wir sind ja im Jahreszeiten. Jetzt bei hier kriegst du ein Geschenk. Dankeschön. Cool, ein Buch. Da habe ich ja einiges zu tun hier. So, können wir den Wohnungsschlüssel... jetzt wollten wir dir noch einen Wohnungsschlüssel geben. Ja, wir gehen mal Kaffee trinken hier hoffentlich. So, jetzt will ich mal was sehen von euch. Das ist mir nämlich ganz wichtig, dass ihr das mal hinbekommt. Ich habe nämlich hier oberhalb der Vampirruine, auf der Vampirruine, habe ich hier was hier gemacht. Hier, ja. Die sollen nämlich hier mal hinkommen. Rose ist wieder schneller. Da bist du schneller, ne? Der Blue flitzt aber hier hoch, ratzifatzi. Da kommt er auch an. Ihr sollt mal nämlich Vampirkampf machen. Das habe ich... noch nicht gesehen bei euch. Das muss unbedingt mal hier, weißt du, geht das nicht? Den gleichen oder niedrigeren Rang. Aber man kann doch auch kämpfen, oder nicht? Aber hallo? So geht es nicht. Unfug. Freundlich. Aber wieso geht das nicht? Bitten zu verwandeln. Beste Freunde werden. Nee, seid ihr verheiratet. Kräfte zeigen. Mach mal das hier. Ich mach mal weiter.
bitten, um Rat zu Biss-Technik bitten. Das ist aber auch gut. Aber das kann doch nicht sein jetzt. Zeigt mal eure Kräfte. Was habt ihr denn so drauf? Wieso können wir denn nicht kämpfen hier? Muss doch gehen. Ich will kämpfen. Shabura. Lass mal Aromen reden. Vampirkampf. Da ist es doch hier. Freundlicher Vampirkampf. Kommt mit mal auf, eure Punkte hier zu verschwenden. Jetzt. Sollen wir mal kämpfen, du Sam Rosie? Ja, ja. Unter den Augen des Gargoyle oder was das ist. Konfliktlösung? Wow, jetzt guck mal hier. Vampirfight. Das geht ab hier. Guck einmal das an hier. Wie geil ist das gemacht, oder? Wow. Meine Güte hier. Ernsthaft mal? Wie geil ist das denn, oder? Wow. Bam. Rosie hat gewonnen. Voll der Superheldenkampf hier. Manometer. Komm bitte nochmal, ich will's sehen. Techtelmechtel als Fledermäuse. Jetzt geht's hier ab. Jetzt sind die hier richtig krass drauf, du. Wo ist der Vampirkampf? Ich will es nochmal machen. Komm, Vampirkampf hier. Jetzt wird's nochmal, hier geht's nochmal ab. Komm, Rosie, mach das nochmal, bitte. Rosielein, Schatzielein, bitte do it. Im Badeanzug. Schau, wir kämpfen nochmal, oder? Pass auf, dass nicht in das Loch reinfällst hier. Das ist so cool. Ich will euch kämpfen sehen. Wow. Manometer hier. Wow. So cool. Ist einfach geil gemacht, muss man so sagen, ne? Sehr schön. Ich will auch das können. Mann. Rosie, wo fliegst du hin? Wieder in die Bar hier, ne? Wie sagst du eigentlich deinen komischen Schwimm-Outfits-Dinger an, als wir Treuer entfernen? Das ist auch wieder so nervig. Boah, ihr habt da noch volle Vampirenergie. Wieso sinken die nicht? Wegen euren Kraftpunkten-Dingern da? Ich glaube, das ist echt so, ne? Wir dürfen den Spaß sinken nicht mehr. Bei euch ist echt alles grün, ne? Es ist wirklich so, dass bei euch echt nichts mehr sinkt. Es ist eigentlich der perfekte Sim. Ihr könnt nicht sterben. Ja, du weißt es schon, Rosie. Ihr habt Energie ohne Ende. Ihr könnt euch schnell fortbewegen. Ihr werdet nie müde. Ihr müsst nicht schlafen. Ihr müsst nicht auf Klo. Ja. Es ist wirklich perfekt. Bellen belehren hier. Hallo. Rauslassen. Soll's nicht bellen, ja? Ja, nicht wenn wir in der Bar sind. Ist ja creepy Hund hier. Der lernt nichts, ne? Du willst nicht lernen. Ist aber auch gut so. Ist ja dein eigenes Härchen. Gehst du in den Sarg? Nee, ne? Schade, dass es keine richtigen Vampirhunde gibt. Wäre natürlich auch cool gewesen, nochmal. So als Erweiterungspacks kombiniert. Was machst du? Um Rat bitten. Tu dir lieber mal was wünschen hier. Du wünschst dir mal bessere Noten. Genau, das ist gut. Weil du bist in der Schule so schlecht gewesen, weil keiner nach dir guckt und du wieder nicht selber was machst hier, ne? Hausaufgaben nicht mehr. Leistung ist gut und du bist Grundschülerin. Ja, wo steht denn das mit der Dings? Dreier Grundschülerin, genau. Hallo, lieber Wunschbrunnen. Ich hätte gern hier bessere Noten. Sieht gut aus, oder? Gold ist gut. Oder? Hallo, ich hab bessere Noten bekommen, sie müssen das noch ändern. Violet Goldblee, spricht der, was? Korrektor der Schule, ich weiß, dass du geschummelt hast. Um deine Noten zu verbessern, hast du etwa gedacht, die Neuigkeit über den magischen Wunschbrunnen würde sich nicht rumsprechen? Na toll, die Schule weiß Bescheid. Deine Schulleistung ist gesunken. Wenn es dein Wunsch ist, deine Leistung wieder auf den alten Stand zu bringen, musst du ganz schön ackern. Super. Ich mag dich trotzdem, Mädchen. Wir beißen den Schulleiter, wenn wir mal zur Schule die besuchen können und den dann beißen können. Versprochen. Oh nee, oder? Jetzt mach mal Chaos. Komm, das darfst du jetzt, um dich abzureagieren. Ist gut. Geh mal zu den Creepy Lamas hier im Garten oder der Kuhpflanze. Ja, ja. Versteinerte Lamas hier. Ja, mach mal ein bisschen Farbe hier. Nee, ist so trist, ne? Kuhpflanze in der Saison. Immerhin hier. Ja. Und, Rosie, guckst du wieder in den Spiegel? Was machst du denn?
Rosie anbieten. Ja, ja, du bist so sexy. Ja, jetzt bringt ja nur nichts. Raha. Produktives Duell. Mann. Ihr seid echt so Oschis, Leute, wirklich mal. Das ist echt krass, dass ihr so drauf habt als Vampire. So, dann haben wir doch wieder einen tollen Tag hier verbracht in der Vampirruine. Mann, Sina, guckst du hier noch dabei? Oh ne, Bobo, hier, von Süßigkeiten schwärmen. Hey, bring mir mal Süßigkeiten hier, bitte. Wir könnten auch mal wieder hier in Rosies Vampirrestaurant gehen. Da waren wir schon ewig nicht mehr. Ich glaube, es wurde mittlerweile überschrieben an irgendjemand anderen. Zumindest gehört es nicht mehr uns, oder? Nein. Wie viel Farbe machst du hier noch? Wo ist eigentlich die Farbe immer her? Was die alles in der Hosentasche haben? Selbst in den Badeanzügen? Besen und Farben und... Na, das ist schon irgendwie... Das ist so cool. Dieses Grundstück gefällt mir mega gut. Das ist sogar hier noch so ein Friedhof mit Sarg und so. Ich weiß, viele haben immer geschrieben, bau doch mal einen Friedhof. Aber wir haben doch die Kapelle. Brauchen wir echt einen extra Friedhof hier noch? Ich würde mal sagen, nicht, oder? Oder wollt ihr das haben? Könnt ihr mir das mal schreiben? Das wäre ganz interessant. Das Video am Dancen. Ja, ihr habt zu viel Zeit, ne? Ihr seid wie Rentner auf Speed. Das ist echt krass. Als Nebel teleportieren. Komm, was macht denn dein Frauchen? Oh, komm mal her, ja, Blue. Komm, wir können noch ein bisschen rumknutscheln. Rose zum Tanzen einladen. Ihm sagen, Baby machen. Komm, wir probieren das jetzt noch. Die Violet braucht ein Geschwisterlein. Wir brauchen ein paar Kinder. Sollen wir Babys machen? Ja, Chakalaka, ja. Komm, Rose, zieh mal deinen Badeanzug aus. Ja, das war der Blue schneller, ne? Die kurzen Strecken legt er schneller zurück und die langen, da bist du besser. Oh nee, das Kind kommt auch weg hier. Schnörp hier, wow. Wir haben echt Babyklicken gemacht, ne? Babymann geklickt. Ja gut, das ist euer Vote, das ist eure Entscheidung und es muss jetzt natürlich so sein. Wenn ihr das wünscht, dann werdet ihr das bekommen. Solange es meine Sims mitmachen, wie ich mir das vorstelle. Ist ein Fight. Dann das Techtelmechtel. Also es wird langsam, ne? Also. Also mal die Inschrift lesen, während die Techtelmechtel machen. Probieren. Wow. Jetzt geht's ab. Wow. Shiba hier, komm. Aufgestanden. Oh, und bist du schwanger, Mädchen? Es können ja nur gute Gene bei euch sein. Wieder schlechte Manieren. Kriege ich jetzt ein Geschwisterlein, bin ich nicht klug genug, aber weiter daran. Konzentriere dich auf andere Themen. Genau, mach das, was du kannst. Ich find das total viel besser irgendwie. Natürlich mach das, was du kannst. Was hast du da jetzt mit der Ding hier gemacht? Blue, was hast du gemacht? Der gießt die hier. Da können wir mal alles verkaufen. Ja, mach das mal. Das dürfen wir aber keinen Vampirkampf mehr machen. Aber wir könnten mal ein cooles Selfie zusammen machen, wenn die hier... Oh, die Dinger sind nämlich gefährlich da, ne? Zieh mal dein normales Outfit bitte an, Rosie. Oder zieh mal dein Schulmädchen-Outfit an. Was nehmen wir denn? Wir nehmen mal das Abendkleid, das ist geil. Und dann machst du mal bitte ein Selfie mit dem Blue. Oh, Rechnungen schon wieder 9000, das können wir gerade uns so noch leisten hier. Ich will mal den Butler abbestellen. Foto machen mit. Blue. Jebs. Komm, mach zusammen mal ein Selfie hier. Angie. Ja, genau, gegen die Wand hier wieder oder was? Echt mal. So ein schöner Ort hier. Und ihr macht hier Selfies gegen die Wand. Aber so ist doch auch ganz gut. Ich mache das immer, wie gesagt, so ein bisschen weiter nach unten. Weil in den Screenshots-Ordner, wenn es denn nicht irgendwie wieder verpixelt ist seit dem Patch, sieht es dann richtig cool aus. Ihr Knutschi erst. Ja, wir müssen jetzt mal gucken, ob sie jetzt wirklich schwanger geworden ist, weil das ging jetzt letzter Zeit nicht so gut, aber wir können ja hier mal einen Schwangerschaftstest machen. Ja, das gucken wir dann. Das wird hier. Das gucken wir noch. Vorher lasst ihr euch nicht gehen. Daumen nach oben nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Und abonnieren, dann verpasst ihr keine weiteren Folgen. Und Rosie, was sagt der Pipi?
Ja, Rose erwartet ein Kind. Nee. Dieser Haushalt bekommt ein neues Mitglied. Ja. Ich bin gespannt, was wünscht ihr euch für ein Kind? Welches Geschlecht sollen wir es zufällig machen lassen? Oder wie soll es gehen mit dem Kind? Wie soll es klappen? Wie soll der Name sein? Zufall, Mädchen, Junge? Sollen wir es beeinflussen? Sollen wir den Zufall entscheiden lassen? Und wie soll es heißen? Bitte gerne mal kommentieren. Auch Männlein und Weiblein Namen. Und die dann liken in den Kommentaren. Damit sich hier der Favorit rauskristallisiert. Ja, du bist jetzt Malerin, Rosie, mit Blue zusammen. Nee, nee, ihr klaut die Bilder. Ihr malt die nicht. Okay, dann wäre ich Staubsaugervertreterin. Nee, macht er auch nicht, Rosie. Wir gucken mal nach dir, Rosie. Was wir mit dir noch machen? Wie sich die Story weiterentwickelt. Das entscheidet ihr. Bis zum nächsten Mal. Dann macht's gut. Ciao.